Einladung zur Herbsttagung 24. bis 25. September 2022. Liebe Vereinsfreunde, liebe Leserinnen und Leser, nach diversen Verschiebungen wollen wir nun unsere längst überfällige Tagung in den frühen Herbst legen. Die Veranstaltung wird wie gewohnt im Dorfgemeinschaftshaus in 777 36 Zell unter Entersbach stattfinden. An den beiden Veranstaltungstagen sind folgende Beiträge vorgesehen. Samstag 9 Uhr Einlass und Anmeldung. 10 Uhr Begrüßung und Organisatorisches. 10.15 Uhr Filmdokumente zu 20 Jahre Schauberger Forschung. Rückblick auf die Vereinsaktivität. 10.30 Uhr Ausblick, ein kurzer Streifzug durch aktuelle Projekte und bevorstehende Aufgaben. 11 Uhr ein erkenntnisreiches Vierteljahrhundert in Forschung und Anwendung. Gastbeitrag zum 25-jährigen Vereinsbestehen. Welcher Verein hier mit gemeint ist, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch erwähnen. 11.30 Uhr, die naturrichtige Bewegung, ein Erkenntnisweg von der Maschinengestaltung zur Naturanbindung. 14 Uhr, die Einheit der Gegensätze und das Ei des Schauberger. 14.45 Uhr, Viktor Schaubergers Sogturbine versus Thomas Hilperts Druckturbine. 16.30 Uhr, Anton Hummel. Datensammlung, Freigeist, Wiki, Aufbau, Struktur und inhaltliche Gliederung sowie Nutzungsweise und Zielstellung. 17 Uhr Naturversuche an der Alb. Auswirkungen von Lenkbuhnen auf die Gewässerstruktur. 17.45 Uhr Vorstellung des multimedialen IRT-E-Books. Ein Handbuch mit eingebetteten Videos. 18 Uhr Gespräche und Vorführungen, Ende ca. 19.30 Uhr. Am Sonntag geht es dann weiter mit Einlass und Anmeldung um 9 Uhr, 9.30 Uhr von der Mistel zum Iskuzin, Entstehungsgeschichte und Strömungsprozesse bei der Herstellung von Mistelpräparaten. Ja, also Iskuzin. 10.30 Uhr, Vorstellung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für freie Energie, in Klammern SAFE, SAFE, und Aufruf zur Kooperation. Und um 11.30 Uhr wohl das interessanteste Gespräch, Monolog von Jan van Thor, die Sogwendel und Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt. Um 12.30 Uhr gibt es dann die Abschlussrunde und um 13 Uhr fahren alle nach Hause. Ja, begleitend zur Veranstaltung gibt es wieder Geräte zur Ausstellung, zur Vorführung und natürlich auch Bücher zum Kauf. Ja, hier dann der Kostenbeitrag, 60 Euro und ich denke mal mäßig 40 Euro. Zum Beispiel Sozialgeldempfänger und Schüler, Studenten, Rentner, ja, sogar Ehepaare bekommen eine Vergünstigung. Anmelden könnt ihr euch beim Klaus. Ja, ich würde schnell machen. Also ich muss sogar schnell machen, weil ich bin noch gar nicht angemeldet. Und ja, im gleichen Zuge möchte ich euch mal empfehlen, man kann diesem Verein für Inklusionsforschung und Anwendung e.V. auch beitreten, als Fördermitglied oder als Lesemitglied. Lesemitglied heißt, man bekommt, ich denke, das war 3 bis 4 Mal oder vielleicht sind es auch nur noch 2 Mal jährlich die Inklusionszeitschrift zugeschickt. Ja, und man unterstützt halt gleichzeitig das Bestehen des Vereins. Ja, ich denke mal, dort in Zell dann an diesem Wochenende wird es auch wieder
die hyperbolischen Kupfertrichter zu erwerben geben und sicherlich auch einige Spiralwirbelrohre. Nicht zu verwechseln mit Drallrohren. Also Drallrohre und Spiralwirbelrohre, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Das möchte ich jetzt aber nicht erläutern. Wer das gerne wissen möchte, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich die Zeit dazu finde, erkläre ich das mal näher. Na, die Preise für generell Kupfergeräte haben sich in den letzten 2 Jahren auch gewaschen. Will ich gar nicht weiter erwähnen. Da soll dann jeder selbst staunen. Ja, das war's schon. Eine Einladung zum Treffen der Vereinsforscher, Implosionsforscher in Zell am Unterendersbach und der wieder am Hamersbach. Ist schöne Gegend da unten, kann man nicht meckern. Und ich war das letzte Mal dort, schon eine Weile her, 2012. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe es letztes Jahr nicht machen können, weil es ausgefallen ist. Und ich hoffe, dieses Jahr wird niemand dazwischen funken und ja, man trifft sich dann halt dort.